Ich bin natürlich kein Geistlicher, kein katholischer Geistlicher. Also insofern bin ich nicht in der Funktion, die Kreuze hier zu segnen. Aber ein Stück weit durch die Art und Weise, wie ich mich über mehrere Wochen mit den Kreuzen auseinandersetze, will ich es jetzt nicht segnen nennen, aber ich gebe dem ja schon eine Menge Energie damit und diesen Spirit, diesen Geist, der in dieser Arbeit ist und der von mir ein Stück weit da reingelebt wird, den gebe ich auch mit. Als ich mich 2000 mit dem Thema Kreuz auseinandergesetzt habe und Altarkreuz, ist natürlich zwangsläufig die Frage, was will ich damit ausdrücken? Da war mir schon recht schnell auch klar, dass mein Hauptaugenmerk nicht in erster Linie auf der Darstellung des Leidens steht, also wenn man so möchte, auf der Darstellung des Karfreitag, sondern die Ablösung, dieses Loslösen von diesem Martyrium, von dem Kreuzestod, die Auferstehung, das ist ja eigentlich die frohe Botschaft. Ja, ich denke, die Reaktion von Menschen, die mit diesem Kreuz konfrontiert sind, die zeigen mir schon, das Kreuz macht für mich etwas sehr Positives. Und wenn dieses Kreuz sich in die Welt hineinträgt und da wirklich sich verbreiten möchte und ausbreiten möchte, dann darf es das gerne tun.